und herzlich willkommen bei Frau Janik Prüwitz aus Probier es auch. Und heute probiere ich Overnight Oats. Das bedeutet so viel wie über Nacht Haferflocken sozusagen. Also eine leckere Frühstücksidee. Ich gebe euch 4 davon mit. Und die sind richtig lecker, total schnell vorbereitet. Und vor allem, das Gute ist eben, ihr seid vorbereitet. Das heißt, ihr bereitet es am Abend zuvor vor oder am Wochenende und habt für die ersten Tage der Woche dann immer ein leckeres Frühstück im Kühlschrank parat. Das heißt, länger ausschlafen, gemütlicher frühstücken oder einfach ein Glas schnappen und ab damit in die Arbeit, in die Schule oder zur Uni und dort dann in der nächsten Pause genießen. Also da könnt ihr natürlich alles Mögliche ausprobieren und frei sein. Und wie das Ganze jetzt funktioniert und meine 4 Varianten und beziehungsweise leckeren Geschmacksideen, die zeige ich euch jetzt. Meine allererste Idee für euch ist Mandelblaubeere und das mache ich folgendermaßen. Zuallererst brauchen wir natürlich auch noch die Grundzutaten und da habe ich jetzt hier Haferflocken, das sind jetzt feine Haferflocken. Da könnt ihr natürlich auch grobe nehmen oder einfach eine Mischung. Dann verwende ich Leinsamen, ihr könnt zum Beispiel auch Chiasamen verwenden, die habe ich jetzt hier zum Beispiel und die habe ich da schon mal fein gemahlen, die nutze ich dann für ein anderes Rezept. Und Leinsamen sind super gesund, die sind super gut für die Verdauung, die helfen eurer Verdauung. Und die kleben noch mal ein bisschen zusammen, das Ganze, also das ist eine Art Bindemittel, sehr, sehr beliebt in der veganen Bäckerei beispielsweise. Dann brauchen wir pflanzliche Milch, ich habe jetzt hier zum Beispiel Hafermilch, da könnt ihr natürlich auch passend, wäre auch noch Mandelmilch oder ja, irgendwelche Milch, die ihr halt gerne habt, Sojamilch, Kokosdrink, da könnt ihr wirklich alles verwenden. Dann habe ich hier noch eine Dose Vollfett-Kokosmilch, das verwende ich dann später für ein anderes Rezept. Da könnt ihr zum Beispiel auch die Light-Version benutzen, wobei die Vollfett-Variante ist natürlich viel, viel cremiger und sehr, sehr lecker. Das zeige ich euch dann aber im anderen Rezept. Ja, und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach. Und zwar für die Blaubeer-Variante brauche ich natürlich Blaubeeren und Mandeln natürlich. Dann habe ich hier Mandelmus, das habe ich selbst gemacht. Dazu existiert bereits ein Video, wie man Nussmus herstellt. Das verlinke ich euch dann in der Infobox. Und für den mandeligen Geschmack benutze ich noch ein bisschen Tonkabohne. Das hat nämlich einen sehr, sehr leckeren Mandelgeschmack und das passt dann sehr, sehr gut dazu. Aber vorsichtig, immer wenig dosieren. Ja, und jetzt kann ich schon beginnen. Und ja, das könnt ihr jetzt ganz nach Gefühl machen. Es gibt nicht wirklich ein Maß dafür. Ihr macht einfach so viel, wie ihr denkt, wie ihr schafft, am Morgen zu essen. Und dann schichtet ihr das in euer Glas. Ich nehme jetzt einfach ein bisschen Haferflocken. Dann von den Leinsamen gebe ich nicht so viel dazu, vielleicht einen Esslöffel, das reicht. Und jetzt schütze ich das Ganze mit der Milch auf, damit es dann auch schön einweichen kann. Und es quillt dann natürlich im Kühlschrank auf, wird dann noch aufweichen und das Volumen wird größer werden natürlich. Und dann wird es richtig schön lecker schmecken. So, jetzt würde ich sagen, geben wir ein bisschen von der Tonkabohne dazu. Einmal kräftig verrühren. Ja, und jetzt gebe ich ein bisschen von dem Mandelmus hinzu. Das ist übrigens so, so lecker. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und vor allem selber machen ist natürlich auch viel, viel günstiger, als wenn man das kauft. Und das liebe ich zum Frühstück. Das ist richtig, richtig lecker. Und ich mische das jetzt auch gar nicht. Ich will das dann später dann alles selber mischen. Das finde ich nämlich dann auch richtig lecker. So, und jetzt gebe ich noch ein bisschen Mandeln dazu. Hat dann nochmal auch ein bisschen Crunch natürlich. Obendrauf gebe ich dann meine Blaubeeren. Das war jetzt schon mal meine allererste Idee. Und so kommt das dann ab in den Kühlschrank und ich freue mich schon dann am nächsten Tag auf leckeres Frühstück. Meine zweite Idee ist Birne Mohn Mandel und das finde ich auch super lecker, denn das erinnert mich an leckeren Mohnstreuselkuchen. Dazu habe ich übrigens auch ein Rezept schon auf meinem Blog in vegan. Kann ich euch mal unten in der Infobox verlinken, könnt ihr mal vorbeischauen, ist ein super leckerer Kuchen. Aber jetzt zu den Overnight Oats und dazu braucht ihr eben wieder diese Grundzutaten. Dann gebe ich ein bisschen Birne hinzu, dann habe ich hier gemahlenen Mohn, dann nochmal diese Mandelplättchen. Ihr könntet zum Beispiel auch Mandelsplitter verwenden oder gehackte Mandeln oder natürlich auch ganze Mandeln und die selber ein bisschen hacken, mit Schale zum Beispiel die. Also da könnt ihr auch wieder ausprobieren und tunnen lassen, was ihr gerne habt.
Dann habe ich hier nochmal eben das Mandelmus und nochmal ein bisschen Tonkabohne. Und so seid ihr auch dann ruckzuck fertig. Wenn ihr euch mehrere Varianten zu Hause vorbereiten möchtet, könnt ihr von einer Variation in die nächste reingehen. Da werde ich einen Teil davon in kleine Stücke schneiden, damit ich dann einen schönen Crunch habe. Und einen Teil davon werde ich hineinraspeln. So, jetzt gebe ich also wieder die Grundzutaten hinein. Jetzt kommt der Mohn rein, einmal die Tonkabohne dazu. Dann gebe ich die geriebene Birne dazu, mache das Ganze dann natürlich auch schön saftig. Jetzt kommt meine Milch dazu. Dann gebe ich noch mal ein bisschen Mandelmus dazu. Das ist richtig lecker. Also das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Selbstgemachtes Nussmus ist so lecker. Dann jetzt nochmal die gehobelten Mandeln. Jetzt habt ihr wirklich Mohnkuchen im Glas zum Frühstück. Wie genial ist das denn eigentlich? Und oben drüber kommen noch die Stückchen und Deckel drauf. Und fertig! Fertig ist die Variante Nummer 2. Leckerer Mohnstreuselkuchen mit Birne. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Meine dritte Variante bzw. Inspiration für euch ist Apfel, Karotte und Zimt bzw. noch Nüsse dazu. Ich verwende Haselnuss und Walnüsse. Ich finde, es passt sehr gut zusammen. Ist ein bisschen eine herbstliche Variante oder auch eigentlich passend zu Ostern, finde ich. Finde ich auch sehr gut. Und da werde ich jetzt bei dieser Variante Kokosmilch verwenden und Chiasamen. Und die habe ich vorher gemahlen, denn dann nehmen sie mehr Flüssigkeit auf und man braucht auch weniger davon. Und daraus werde ich jetzt Kokosjoghurt herstellen bzw. Chia-Pudding, wie man das auch nennen möchte. Ist richtig, richtig lecker. Und natürlich kommen wieder die Haferflocken hinzu. Dann brauche ich einen Apfel, eine kleine Karotte. Dann habe ich hier ein paar Walnüsse, die ich noch übrig hatte. Dann nehme ich hier Haselnussmus. Das habe ich auch selbst gemacht. Und wie gesagt, findet ihr dann das Video verlinkt in der Infobox. Und es ist auch richtig, richtig lecker. Kann man übrigens auch für selbstgemachte Nutella verwenden. Dazu habe ich bereits auch ein Video gemacht. Kann ich euch dann natürlich auch verlinken. Richtig genial. Müsst ihr auch mal ausprobieren. Und natürlich ein bisschen Zimtpulver. Den Apfel schneide ich jetzt als allererstes in kleine Stücke, damit ich wieder was zum Beißen habe in meinem Overnight Oat Müsli. Und den restlichen Apfel und die Karotte werde ich jetzt auch noch fein reiben. Und das Coole bei dem Rezept ist natürlich, jetzt habt ihr natürlich auch schon Gemüse mit drin am Morgen. Ist ja richtig genial und Karotte schmeckt ja auch ein bisschen süßlich. Und das Ganze schmeckt jetzt eigentlich wie ein bisschen eigentlich ein Karottenkuchen, Rüblitorte. Auch sehr lecker und das schon zum Frühstück perfekt. Jetzt gebe ich natürlich noch ein bisschen Haferflocken dazu. Das leckere selbstgemachte Haselnussmus. Dann gebe ich meine geriebenen Karotten und die geriebenen Äpfel hinein. Apfelstücke. Alles reinquetschen. Und wenn ihr dann noch Platz habt, dann kommen noch die Nüsse oben drauf und noch ein bisschen Zimt. Das ist jetzt die dritte leckere Variante. Erinnert an Rübli-Kuchen. Richtig genial, richtig lecker. Zuschrauben und wir sehen uns morgen. Meine vierte und letzte Idee für euch ist Kokos-Schoko-Banane. Und ich liebe ja alles, was mit Kokos zu tun hat. Und für die Variante benutzen wir wieder die Kokosmilch, machen wieder mit diesem Chiasamen einen Chia-Pudding bzw. einen Kokosjoghurt. Diesmal werde ich aber keine Haferflocken reintun, also es wären nicht wirklich Overnight Oats, sondern eher eben ein Chia-Pudding. Aber ich werde trotzdem Haferflocken reinmachen, aber in knuspriger Variante. Und zwar mein selbstgemachtes Granola. Dazu habe ich bereits auch schon ein Rezept und ein Video gemacht. Verlinke ich euch ebenfalls. Und ich möchte, dass es knusprig bleibt. Und da gibt es hier gerade eine coole Idee. Und zwar so ein Behälter hier. Da kann ich das dann nämlich reinfüllen und auch so in den Kühlschrank stellen. Und am Morgen, wenn ich keine Zeit habe, schnappe ich mir das Glas und es geht ab in die Arbeit. Und dort kann ich dann das Granola frisch drüber geben und es bleibt schön knusprig. Also richtig, richtig genial die Idee. Als erstes gebe ich wieder hier meine Kokosmilch in mein Glas. Dann wieder etwas von den gemahlenen Chiasamen. Dann habe ich hier ein paar Kokosflocken, die gebe ich auch noch dazu, damit es schön nach Kokos schmeckt. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Banane dazu. Und ganz wichtig, nochmal vermischen, damit die Banane natürlich dann auch nicht braun wird. Und jetzt befülle ich hier noch meinen Container. Dann nehme ich jetzt eben ein bisschen von meinem Granola. Dann gebe ich noch ein bisschen Kakaonips dazu und die schmecken dann richtig lecker schokoladig, bringen also den Kakaogeschmack rein, aber ganz ohne Zucker. Und dann gebe ich noch ein paar Kokoschips hinzu. So, jetzt kann ich das Ganze noch schön voll machen. Und dann kommt es hier in mein Glas. Und
fertig ist meine vierte Variante mit Crunch-Effekt. Richtig genial. So, und das sind sie, die vier Varianten. Die kommen jetzt ab in den Kühlschrank. Ich würde sagen, die nächsten 4 Tage ist mein Frühstück gesichert oder mein Snack für zwischendurch oder nach dem Sport oder einfach, wenn man Hunger hat. Geht natürlich auch am Abend mal zum Abendessen. Warum nicht? Kann man immer essen, wenn man Lust hat. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Wie gesagt, die Rezepte, die findet ihr wie immer auf meinem Blog fraujannik.com. Schaut dort gerne vorbei. Hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar oder hier auf YouTube. Wenn ihr was ausprobiert habt und ich euch inspirieren konnte, dann schickt mir gerne auf Instagram ein Foto unter dem Hashtag fraujannik. Dann kann ich das Ganze nämlich sehen. Ich freue mich jedes Mal riesig über euer Feedback und wenn ihr Sachen von mir ausprobiert. Vielen, vielen Dank dafür. So, ich wünsche euch dann also ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Guete beim Frühstücken und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und ja, macht's gut. Tschüss, eure Frau Jannik.